Verbindungsfehler sind wieder am Start. Okay. Okay, geil, geil. Wir hätten ihn da sogar bekommen. Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen wunderschönen Runde Minecraft Jump League. PvP-mäßig, also nachher im Deathmatch müsst ihr nicht sehr viel von mir erwarten, weil ich gerade irgendwie so richtig ausgelaugt bin und halt scheiße bin in PvP. Ne, so könnte man das zum Ausdruck bringen. Das hier packe ich gerade auch nicht, aber ja, da gibt es kein Aber. Ich schaffe gerade gar nichts. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ein sehr weiter Ecksprung ist das, muss man dazu sagen. Alter! Was ist... Ich krieg ja ganze Zeit schon solche Kack-Jump'n'Runs. Ist echt unfassbar, hä? Wieso bin ich da jetzt runtergefallen? Okay, Leute, da müssen wir jetzt darauf springen. Alter, ich komme nicht mal auf diesen verkackten Zaun. Alle Sprünge sehen hier gerade so weit aus und wenn ich nicht mal auf diesen Kack-Zaun komme, wie soll ich das denn schaffen? So. Erstmal sich die Sachen aus dieser Kackkiste sichern. So, dann das dahin bringen und weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie konnte ich diesen verkackten Sprung nicht schaffen? Nein. Mann, ich wollte das sneaken. Wie fängt das denn hier an? Das ist doch keine Jump-and-Run-Action, Leute. Ich werde diese Scheiße schneiden, ich mein's ernst. Bis ich bei diesem nächsten verkackten Sprung bin. So. Und jetzt hier runter. Oh mein Gott, Mann! Das ist echt unfassbar. So. Nee, das wird nichts. Wie kann man so viel Pech haben in diesem Modus? Jump and Run mäßig läuft das scheiße. PvP mäßig wird es scheiße laufen. Was ist das überhaupt für ein Kack Jump'n'Run? Das kann man doch keinen zumuten. Oh mein Gott. Da haben wir das erste geschafft. Wieder solche Kack-Leitersprünge. Das hatten wir aber auch schon letztes Mal. Eigentlich sollte dieses hier easy locker sein. So, zack. Und zack. So. Oh, da haben wir wenigstens die Kiste gesichert. Mit einem guten Helm. Nein! Dieser eine Sprung, ich wusste es, dass ich den verkacken werde. Da hatte ich schon so ein mulmiges Gefühl. Aber die Leute verlassen auch. Die finden dieses Jump and Run einfach nur kacke. Kann ich verstehen, Leute. Ich kann das verstehen. Ich finde das auch scheiße, diese ganzen Jump and Runs, die wir hier zu Anfang haben. Und da hinten so eine Scheiße, die ich noch nie gesehen habe. Auch bestimmt so Decksprünge sind das. Oh mein Gott, Leute. Wie kann man so viel Pech haben? Das nimmt einen schon wieder die ganze Stimmung, irgendwie Jump and Run zu spielen. So, sind wir hier drauf. Dann hier und dann hier und da. Was? Ich bin drüber geflogen? Ey, das ist doch unfassbar. Leute, das ist ein richtiges Scheiß Jump and Run. Nein! Was soll das denn? So, mein Gott. Nee, nee. Guck, der eine kommt auch ganze Zeit weiter, weil er diese dreckige Scheiße schon hinter sich hat. Achso, ich bin das vorne. Alter, alle haben einfach dieses scheiß Spiel verlassen. Einfach nur 4 Spieler sind hier. Da sieht man, dass es die pure Verzweiflung ist bei jedem Einzelnen. Ganz ehrlich, das ist so ein Kack-Jump-and-Run, was hier rausgekommen ist. Wir sollten das unbedingt patchen, ey. Wie kann man das zulassen, Mann? Das gibt's doch nicht. So, zack, zack, zack. Ey, ich glaub's einfach nicht. Hier, der Anfangskack ist ja echt leicht, ne? Kann man nichts gegen sagen, aber dann dieser hier und die danach. So, und dann auch den da. Och, ja. Dann haben wir das hier auch nochmal. Ich wusste es doch. So eine scheiß Deckenkacke ist das. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Wieso will er, dass man da drauf geht? Ich will das nicht. So. Nein! Ich bin fucking... Ich bin einfach nicht gesprungen, Mann. Unfassbar. Oh, Mann. Und jetzt kommt... Wieso kommt hier jetzt so kack Musik, ey? Ich habe Musik ausgemacht in Minecraft. Oh, Gott. Ja, jetzt schaffe ich diesen Sprung nicht, Mann. Ich wusste es. Ich mochte den schon von Anfang an nicht. Oh, Gott. Was wird das denn überhaupt für ein Kampf? Am Ende kann das kein geiler Kampf werden. Ich rush da jetzt einfach durch. Ja, genau, ich fall einfach runter. Das ist so eine Scheiße, ne? Wieso hängt der sich da nicht rein? Man muss ja gerade springen, das ist die Kacke. So. In einem Rush hat man das schon mal geschafft. So. Und hier dann... Man muss wirklich an diese fucking Leiter springen. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Es geht weiter. Es geht fucking nochmal weiter. Ey, diese armen Mitspieler, die tun mir so leid. Die haben auch schon keinen Bock mehr. Aber ganz ehrlich, ich habe auch nichts Gutes bekommen. Das heißt, ich werde im Deathmatch so oder so verkacken. Ich kann in diesem scheiß Jump'n'Run so gut sein, wie ich möchte. Es bringt mir nichts. Und ich meine das ernst, ich bin hier so ein richtiger Unlucker in diesem Spielmodus. Ich hatte hier noch nie Glück, Leute. Oh mein Gott. So, dieser Sprung sollte funktionieren. Locker easy. Nein! Und das Eklige an diesem Kack-Jump'n'Run ist, es dauert einfach fucking lange. Auch wenn du durchrushen möchtest, es dauert lange. Wenn man hier einen Sprung dann verkackt, dann dauert das einfach. Scheiße, ey. Ich will jetzt einfach durchrushen. Und gut ist. So haben wir das wenigstens. Zack, runter. Ich nehme im Übrigen heute mit Fraps auf. Also falls die Auflösung besser sein sollte, beziehungsweise nicht die Auflösung, sondern allgemein einfach die Qualität. Ich bin da wieder runtergefallen. Dann liegt es an Fraps. Aber ich werde das jetzt einfach nur einmal durch als Test machen. Ich mache das eigentlich ungern. Vor allem, ich kann das nur machen, wenn ich alleine spiele, weil ich bei Fraps irgendwie immer nur eine fucking Tonspur rausbekomme, was mich irgendwie voll nervt. Aber das kann man ja bestimmt irgendwie ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob man da bei Fraps irgendwie noch weitere Möglichkeiten hat, aber ich krieg das einfach nicht hin. Und Fraps hasse ich eigentlich, weil es so viel Leistung zieht. Obwohl das einzige Aufnahmeprogramm ist, wo das wirklich ein bisschen flüssig läuft, wenn ich selber spiele. Und gleich fängt auch schon die Runde an. Wie geil ist das denn, Leute? Wir haben einfach fast gar nichts. Oh, wie ich es vorher bestimmt habe. Oh mein Gott. Ich frag mich, was die anderen Spieler haben. Die haben ja höchstens eine Kiste. Denke ich jetzt einfach mal. Oder zwei. Es kann ja auch sein, dass sie zwei haben. Ich darf ja nicht zu wenig von denen erwarten, ne? So. Mal schauen. Mal schauen. Und der Server laggt ja auch immer dazu. Habe ich total vergessen. Oh. Okay. Yo, was hat der denn für Equipment? Okay, Alter, es laggt. Okay. Okay, er killt uns, er killt uns. Oder auch nicht. So. Der wird gerade verfolgt von den anderen Spielern. Der hat Regeneration bekommen und wird uns jetzt auch nochmal killen. Ach, so eine Drecksau ist das, ne? So eine Drecksau ist das. Okay, das... Wieso treffen wir die ganze Zeit den mit dem fetten Equipment? Ich verstehe das gar nicht. Und wieso hat er so fettes Equipment? Das meine ich, er hat nur einen fucking Jump'n'Run gemacht und hat das alles da bekommen. Was er halt hat. So. Den haben wir einmal gehittet. Ich will fucking Regeneration bekommen. Okay. Leck dich durch, mein Freund. Leck dich ruhig durch, mein Freund. Ist schon alles gut. Ja, come on. Wie weit willst du noch laufen? So, haben wir den. Damit ist auch unser ganzes Essen weg. Oh, oh. Ich hätte nicht essen dürfen.
Aber wir haben noch ein bisschen Regeneration. Das können wir ausnutzen. Okay, jetzt nicht mehr. Aber das heißt, er kann durchkommen. Da wir ein bisschen Regeneration hatten. Bin ich nicht einmal gestorben? Ah, nee, ich bin noch gar nicht gestorben. Oh, oh, oh. Oh, da haben wir ihn bekommen. Und haben jetzt auch Regeneration. Oh, yeah. Und noch 3 Leben. So, nochmal getroffen. Und es laggt gar nicht so stark, wie es vorhin auf dem Server geleckt hat. Aber man merkt halt, dass da noch Verbindungsfehler sind, weil ich treffe ihn die ganze Zeit nicht. Obwohl ich eigentlich sehr nah an ihn dran bin. Ja, kommen wieder die ganzen Crit-Symbole, das sind diese ganzen Verbindungsfehler. Und dann kriegt man wieder den großen Abstand. Ja. Oh Gott. Schon wieder. Einfach ganze Zeit kommt die Kacke. Wir können gleich nicht mehr sprinten. Ja, okay, nochmal getroffen. Aber man sieht es richtig wegen diesen scheiß Verbindungsfehlern, dass man so einen richtig fetten Nachteil bekommt. So, man kann ihn einfach nicht hitten. Ja, schaut euch das an. Wie nah ich einfach an den dran war. Ein gutes Beispiel ist Timolia, da kann man sogar Double Hits geben, weil da so eine gute Verbindung ist. Und da kann man auch richtig kommen und das ist ein guter Server als Beispiel. Oh, da hat uns der mit dem fetten Equipment bekommen. Aber der andere hat sich ihn von hinten weggesnackt. So soll es doch sein, weil die anderen beiden mit dem schwachen Equipment sind eigentlich gar nicht so das starke Problem. Mich wundert es nur, dass dieser eine Typ immer stirbt. Oh. So. Oh, 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 er bekommt uns, er bekommt uns. Ja. Oh, nee, wir haben ihn bekommen. So, da haben wir sein Harnisch. Geil. Wir haben sein Harnisch. Das ist nice, Leute. Das ist richtig nice. Ich weiß gar nicht, ob er Essen hatte. Lass mal gucken. Ah, die Kiste ist schon weg. Egal, das ist noch ein Gegner. Wir könnten es dann sogar mit der PvP-Leistung sozusagen aufbessern. Auch wenn das scheiß Jump'n'Run kacke war. Aber gut, wir haben doch alle Sharks. Ich esse mal verrottetes Fleisch. Warum nicht, ne? Wir müssen irgendwie dahin kommen. An die Seite. Wie auch immer wir das schaffen sollen. Was ist denn da? Wie kommt man da hin? Okay, irgendwo hier muss er sein. Okay. Hä? Wo ist er denn? Da oben. Wie ist die Missgeburt da hochgekommen? So, irgendwie hier? Ja, da. So, da geben wir ihm gute Kicks. Oh, wir haben ihn richtig gut gedamaged. Verbindungsfehler sind wieder am Start. Okay. Okay, geil, geil. Wir hätten ihn da sogar bekommen. Aber die geilen Verbindungsfehler waren ja wieder da. Und wieder. Alter, das ist so unfassbar scheiße auf diesem Server. Wie man einen deswegen die ganze Zeit gar nicht hitten kann. So, guck mal. Ich hätte ihn wieder hitten können. So, endlich. GG, aber die Verbindungsfehler sind hier echt krass auf diesem Server. Die sind zu krass, Leute. Aber gut, ich würde mal sagen, das war trotzdem eine schöne, entspannte Runde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich war sehr, sehr aggressiv zu Anfang. Sehr, sehr aggressiv mit dem Jump'n'Run, weil ich einfach nur Superjump spielen wollte auf den... wie ist das Server nochmal? Irgendwas mit Cube, egal. Ist jetzt auch völlig egal. Multicube, genau. Auf Multicube wollte ich Superjump spielen. Das geht schon seit mehreren Tagen nicht. Voll blöd, aber tut ja auch nichts zur Sache. Heute Abend oder gestern. Ich weiß jetzt nicht, ob das Abo-Special schon online kam. Entweder Samstag kommt es oder Sonntag. Jetzt ist es ja wahrscheinlich Sonntag oder Samstag. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video raushauen möchte. Und dann würde ich sagen, tschüss, reingehauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.